Los geht's. Ja, wir begrüßen Sie recht herzlich daheim und natürlich auch hier im Leipziger Kunstkraftwerk. Es heißt wieder Gipfeltreffen. Wir begrüßen Sie zur mittlerweile zu wievielten Folge? 37 oder 38. Ich glaube 40, oder? Wir begrüßen Sie zur zwischen 37. und 40. Folge des Gipfeltreffens. Aber egal, wir haben jede Menge Fragen zugesandt bekommen, wie zum Beispiel jene. Hallo, ihr Rabauken. Mein Name ist Lutz van der Horst und ich habe da mal eine Frage an euch, die ihr bestimmt gut beantworten könnt, so wie ich euch einschätze. Und die Frage lautet, wie würdet ihr die Zeit während einer langen Haftstrafe nutzen? Ich denke mal, ist natürlich nicht leicht, dann gibt ja da garantiert viele Einschränkungen, aber ich denke mal, ich würde versuchen, viel zu reisen. Ja. Genau, so geht's mir auch. Ja. Einfach öfter mal ins Kino, so. Das ist ja, das geht ja sonst gar nicht rum. Wo man sonst nicht so kommt, ja. Kreuzfahrt. Ja. Es gibt durchaus. Naja, ich sag mal, viele werden ja, glaube ich, dann religiös im Kerker oder finden zu sich selbst. Ja, die lesen dann die ganzen Bücher, die ganzen Philosophen und so. Das habe ich alles schon gemacht. Insofern, ja, wäre das für mich relevant. Ich würde es machen mit den ganzen Knastfilmen. Ich würde versuchen, mich selber zum Anwalt auszubilden. Ohne Abi. Ja. Das wäre richtig geil. Und davon ist ja generell mal auszugehen, wenn wir ins Gefängnis kommen. Ja, Justizirrtum, ja. Natürlich. Ja. Weil ich versuche, bei Steuerhinterziehung immer unter 1 Million zu bleiben, dann sind das Bewährungsstrafen. Ist das so? Ja, klar. Bei 999.999 Cent sagen, ach. Wenn die da einmal kaufmännisch aufrunden, nicht? Ich würde so unter 900 bleiben. Okay. Bleib unter 900. Dann ist man, was ist dann die maximale Strafe? Bewährung. Bewährung und du musst immer so doppelt nachzahlen. Das ist ja doppelt oder nichts. Dann zahlst du doppelt nach. Ich kann das auch nur am Fall des Boris Becker bemessen oder irgendwelcher Fernsehköche, die sich da wohl verschätzt haben bei der Privatentnahme. Und dann so alles über 1 Million bist du direkt weg vom Fenster. Und dann so für 5 Jahre. Also so richtig, wo es auch unangenehm ist, wo ein paar Jahreszeiten drin sind und ein paar Geburtstage. Und das, ich habe vergessen, worum es ging. Wie würdest du die Zeit der Haft für dich sinnvoll nutzen? Ich würde die ganzen Bücher lesen, die mich in Freiheit nicht interessieren. Die Buddenbrooks, Der alte Mann und das Meer ist auch so, meh. Ich finde, der Titel spoilert halt auch viel. Ja. Und da gab es, glaube ich, jetzt einen zweiten Teil, irgendwie der noch ältere Mann und das Und noch mehr. Ja, noch mehr. Dass man dann so als weiser Mann die JVA verlässt. So, was ist jetzt seine Lebensweisheit? Ich habe alles gelesen und dann, was ist es nun? Warte schon mal im Gefängnis? Käse schließt den Magen. Warte schon mal im Kahn? Ja, nein. Ich habe jemand besucht. Ja? Also viele meiner Verwandten. Deine Oma hat angerufen. Klassischer Enkeltrick, verurteilt worden. Und dabei wollte die wirklich was. Stell dir das mal vor. Wie schlimm das wäre. Olaf, du errätst nie, wer dran ist. Doch, Oma, pass mal auf, ich hatte einen Autounfall. Bums, Anzeigen, aus dem Verkehr ziehen. Weg mit der Ollen. Und dann stellst du irgendwann fest, ja, stimmt, der Wagen ist wirklich im Arsch. Sitzt so 2 Jahre in Bautzen, das war richtig, tut mir leid. Das kennt ihr auch, Bautzen? Das ist das? Vom Senf. Ach, ja. Aber ich habe das irgendwo aufgeschnappt, weil das dann ein Knast ist. Bei dir ist es ja am wahrscheinlichsten, dass du in die Situation kommst. Wie sieht's aus? Also, wenn ich jetzt 3 Jahre weggesperrt wäre und dürfte kaum was machen, ich würde... Kaum was machen? Ich würde Tagebuch schreiben. Tagebuch? Ich würde alles aufschreiben, was ich erlebe. 9 Uhr aufstehen, 10 Uhr hinsetzen. 11 Uhr hinstellen. 12 Uhr Kniebeugen. Ich würde es alles notieren, also weil das... Damit hat man das aus dem Kopf. Also man kann sich ja den Kummer von der Seele schreiben. Ja. Nein, aber das ist natürlich. Ich würde auch noch mehr schweigen, glaube ich. Hm? Ich würde es nutzen, um zu schweigen. Aber natürlich ist es ja dafür da, dass man nachdenkt über seine Missetaten. Ne? Das ist ja ein erzieherischer Aspekt, dass man darüber nachdenkt, warum sitzt man da? Und ich würde überlegen, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich gesagt, ich
wasch vom Nachbarn das Auto, wenn er nicht da ist, und hab's dann mit Benzin übergossen und angezündet. Warum habe ich seinen Hund in den Gulli geworfen und am Ende alles meiner Frau in die Schuhe geschoben? Hm? Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja? Ich war wirklich schon mal im Knast, einen Tag. Inhaftiert? Wegen was? Inhaftiert im Knast in Dortmund. Weswegen? Wegen beängstigend. Ja, das ist, ja. Was war der Grund? Ich war unschuldig, politisch verfolgt da. Nee, ich habe Strafzettel nicht bezahlt. Und wenn du Strafzettel in meiner Ausbildung, wenn du lange genug Strafzettel nicht bezahlst, soll man gar nicht glauben, ordnen die irgendwann eine Ersatzfreiheitsstrafe an. Und weil ich so wenig verdient habe, hatte ich so 4 oder 9 Tagessätze, 7,80 Euro oder 7,80 Mark. Und dafür bin ich am Freitag eingefahren. Das ist die beste Zeit dafür. Die Cops sagen, ja, dumm gelaufen. Dann fährst du nach Dortmund, dann stehen echt diese ganzen Penisse mit ihren Tassen da am Gitter. Frisch rein. Wirklich? Dann kriegst du so ein beschissenes Handtuch aus Schmirgelpapier und so ein Stück Seife. Ich habe gesagt, ich bück mich nirgends, gib mir eine Flasche Duschgel. Und dann heißt das so, schönen Nachmittag noch. Wir sprechen uns Montag wieder. Das Problem ist der Freitag. Und dann bin ich sofort, also weil ich völlig fertig war mit der Welt, nach einer Stunde, ich war auf so einem Mehrbettzimmer, ne? Einschluss durch den Herbergsvater. Ich habe dann sofort mit dem Knastpsychologen gesprochen. Der meinte, ich sollte den Ball flach halten. Ich wäre seit 45 Minuten hier, aber ich war fertig. Und dann habe ich mich komplett, das war so gottlos, dass ich danach mit dem Pfarrer gesprochen habe um 17 Uhr. Da habe ich gesagt, ich sehe das nicht. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich kenne die Leute nicht. Das ist auch ein sehr kleines Fenster. Und generell hätte ich jetzt gerne mal ein Duplo. Und dann überhaupt wäre das falsch. Und natürlich, ich war völlig fertig. Und mein Onkel hat dann irgendwie 80 Mark bezahlt und mich um 23 Uhr mit so einem Hals aus dem Knast rausgeholt. Sonst hätte ich dann eine Revolte angezettelt und alles. Würde ich nicht machen. Also ich versuche mich da wirklich ans Gesetz zu halten. Es war traumatisch. Es wirklich war. Sehr gut. 80er Jahre. Das war ja noch ganz anders. Dass ich das noch erleben darf, dass Thorsten neben mir sitzt und vom Knast berichtet, oder? Ja, war ein sehr schön. Ich war aber so zerlappt und so zerfleddert. Ich war beim Psychologen, der meinte, ich soll mal locker machen. Hier sitzen Leute 15 Jahre. Ich bin seit einer Stunde hier. Ich war völlig fertig von diesem Freiheitsentzug. So. Aber mich kannst du auch schlecht im Fahrstuhl einsperren und so. Und dann habe ich mit dem Pfarrer gesprochen und der sagt auch, nur ein Unrecht gut gedeiht nicht. Der geht dann Kamel durchs Nadelöhr. Also mehr so, der hat mehr so metaphorisch gearbeitet, wie aus dem Apothekenabreißkalender, konnte auch nichts machen. Der sagt, hier, das ist, der Herr wird über dich wachen, ich habe um 17 Uhr Feierabend, führt ihn ab. Und dann dachte ich, ich kann doch erst Wochenende nicht verbringen, Leute. Und dann haben die irgendwann, ich bin ja so dämlich auch noch. Dann hatten die wohl einen Haftbefehl gegen mich und dann waren die bei mir zu Hause, da war ich natürlich nicht. Und mache auch früh nicht auf. Und dann haben die mich nach Dortmund aufs Polizeirevier bestellt, morgens um 8. Und dann bin ich da hingegangen und sage, ja bitte, Sie sind verhaftet. Ich so, ich Arschloch. Wirklich jetzt? Dann hol mich gefälligst. Dass ich am Fenster und leben kriegt ihr mich nicht, ihr Bullen. Weißt du, sowas will ich ja machen. Ich bin da wie so ein Idiot hingegangen. Ich so, was ist denn? Sie sind verhaftet. Wegen das. Ich so, also. Dann bin ich in den Garten gegangen für einen Tag. Das war richtig scheiße. Ja. Aber jetzt ist weg, die Geschichte. So. Frage beantwortet. Ja, okay. Eindeutig. Ja. Das war schlimm. Kurze Frage, schnelle Antwort. Was ist eigentlich für euch die schlimmste Charaktereigenschaft? Hat man nicht früher mal gesagt, es gibt keinen schlechten Charakter, es gibt nur unzweckmäßige Kleidung? Ja. Das stimmt, stimmt. Genau so ist das. Mhm. Also was ich, sag ich mal, ist natürlich meine persönliche Meinung, was ich wirklich zutiefst verachte und wo ich eine richtige Abscheu dagegen habe, ist zum Beispiel Pünktlichkeit. Ja. Ne? Ja, ja, also dann, wenn immer so das Erste, wir haben hier gewartet. Ja, bloß weil du mal 4 Stunden zu spät kommst. Ja, also. Dass man das dann immer so vorgerechnet kriegt, ja, finde ich. Mutwilliges zu früh anfangen, alles Narzissten, das ist das. Ist Unpünktlichkeit eine Charaktereigenschaft? Ist Charaktereigenschaft nicht sowas wie die 7 Todsünden? So wie Gier oder Habgier, Neid, Missgunst,
Oder was ich auch nicht mag. Völlerei? Völlerei. Raserei? Wenn man kein Ballgefühl hat. Kein Ballgefühl? Ja, das mag ich auch nicht. Du wirfst einem Apfel zu, dann fällt der hin, ist dreckig. Und dann denke ich immer, boah, was ein Spacken. Ja. Also ich mag, wenn Leute fangen, dann denke ich immer, mit dem könnte ich immer noch ja, hin und her werfen machen. Mhm. Ehrlichkeit finde ich auch zum Kotzen. Also wenn immer so dieses, ja, ich muss dir das sagen, ich bin so und du hast ja was. Und so. Stell dir vor, wir werden immer alle ehrlich. Stell dir das wirklich mal vor. Wir würden immer die Wahrheit sagen, Alter. Immer die Wahrheit. Kennst du das, Leute, die sagen, also ich sag immer, was ich denke? Das sind doch wirklich die blödesten Arschlöcher, die rumlaufen. Ja. Weißt du, ich sag immer, was ich denke. Jetzt eine Wurst machen. Hui, ich hab Bock auf Kirmes. Halt's Maul. Weißt du, sag, was du denkst, wenn du gefragt wirst, du Suppenkasper. Das ist größtes Problem überhaupt. Habt ihr noch Charaktereigenschaften? Neulich stand ein Lieferwagen vor mir im Stau und dann dachte ich, da stand da, naja. Nee, und dann stand da der Name von dem Handwerksbetrieb und dann drunter stand eine Telefonnummer und auch eine Mobilnummer. Und mir war richtig langweilig und dann habe ich die Mobilnummer angerufen, die auf dem Wagen draufsteht. Und habe gesagt, ja, hier ist die Polizei, sie telefonieren während der Fahrt. Und, und da hat er gefragt, woher wissen Sie das? Und mit verweilt das Grün. Mit welcher Charaktereigenschaft bringst du das in Verbindung? Also ich kenne ja aus der Waldorfpädagogik die vier Temperamente. Ne? Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und... Alkoholiker. Alkoholiker. Und ich bin, sagt meine Mutter, eher der, wie heißt das, Phlegmatiker. Das heißt, nicht mir ist alles egal, sondern ich bin sehr schnell zufrieden. Und das stimmt auch. Wenn ich im Stau stehe und vor mir ist einer und ich sehe, der ist auch im Stau, dann denke ich... Ja, ich bin nicht allein. Neid. Ich finde Neid ganz schlimm. Mhm. Was ist denn an Neid so schlecht? Das macht doch positiv dahingehend, dass man... Wie kriege ich das auch? Da wird man doch kreativ und so. Neid finde ich toll. Neid wird man kreativ? Ja, das, wie kann ich dem... Angenommen, jemand hat eine tolle Uhr. Wie kann ich sie dem klauen oder so? Also, ich finde das... Ja, ist für mich, wäre für mich jetzt positiv belegt. Also Neid auch nicht. Habgier. Davon lebt doch die Gesellschaft. Von Habgier und Neid, ne? Ja, natürlich, dass man Dinge erwerben möchte. Wie kann ich gucken, dass ich... Das dass kurbelt man sich doch dann die, anstrengt. Das natürlich. Kurbelt die Wirtschaft an und ja. Missgunst wenigstens. Auch nicht. Nee, Missgunst auch eine schöne Sache. Dein Eis ist in den Sand gefallen, Kevin. Ach, also im Sinne von Schadenfreude, schönste Freude. Das ist ja Freude. Ist doch geil, dass Schadenfreude schönste Freude ist. Wenn man Kakerlaken gut findet, empfindet man ja Schabenfreude. Habe ich eigentlich von dir erwartet, Thorsten, aber... Ich habe mir gedacht, nee, komm. Nee, nee, dem mir ist auch keiner eingefallen, weil Schabenfreude war gut, also assoziierst du schnell, ne? Ja. Ach so, dafür bin ich bereit. Aber ging nicht. Also ich würde Schadenfreude sagen, höchste der Gefühle. Wir haben gemerkt, es ist sehr schwer, sich auf Charaktereigenschaften zu einigen, die man als negativ... Es ist aber auch schwierig, ausgerechnet uns nach negativen Charaktereigenschaften zu fragen. Ja, ich weiß ja gar nicht, wenn ich selber keine habe. Also es ist aber auch nicht lustig. Also wenn ich jetzt mal ernsthaft antworte, mein Vater zum Beispiel, der hat mich nie gelobt. Ja, und das war ganz, ganz schlimm für mich. Und das war, ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist, aber das ist was ich immer ganz schlimm fand und immer, ich möchte immer das Gegenteil machen mit meinen Kindern. Darum lobe ich meine Kinder auch übertrieben. Aber vielleicht hat dein Vater, um da was Vernünftiges zu sagen, dich nur deswegen nicht gelobt, weil du auch einfach nicht gut weil warst. Weil er mich nicht geliebt hat. Ja. Ach so, ja. Das ist ja möglich auch. Dass man muss den Mann ja jetzt nicht hier in den Schmutz ziehen. Absolut. Hättest du gewollt, dass er dir das vorgaukelt? Nein. Dass er so... Natürlich nicht. Aber das hat ja auch was Positives bewirkt. Ja, weil ich lobe ja jetzt meine Kinder. Okay. Ich sag zu meinem Sohn, ich habe neulich zu ihm gesagt, er wäre für mich von einem relevanten Mitglied für die Gesellschaft kaum zu unterscheiden. Hm? Und das ist so das höchste Lob, was ich aussprechen kann. Und danach geht er gleich ganz anders durchs Leben. Okay, ja. Ja. Warum schallt es eigentlich aus dem Wald so heraus, wie man hineinruft? Hm? 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 Hm?
So wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Ich glaube, das lernen die Oberförster im ersten Lehrjahr. Wenn die was hören, müssen die das zurück. Müssen die immer, das ist eben Arbeitsvertrag Paragraph 1. Wenn ihr was hört, immer zurückrufen. Wenn jemand lang geht, hier ist eine Familie und der Ulf ist weg. Dann müssen wir rufen, Ulf, komm her. Dann hat der Förster zurückruft, Ulf, komm her. Und das beruhigt die Familie dann, ne? Ja. Weil sie denken, der Ulf wird gleich kommen. Ja. Naja, man ruft, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das ist ja ein ganz normales Gesetz. Also die Energie, die man abgibt, kommt zurück. Wenn ich rufe, scheiß S04, dann höre ich zurück, scheiß BVB. Hm? Im Stadion, habe ich oft erlebt. Oder wenn du aus dem Auto rufst, Bullenschwein, dann heißt es Führerschein. Ja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Wald nur Mittel zum Zweck ist. Ja, also wie du mir, so ich dir, weil ich du, er sie es. Ja. Man sagt ja auch, man hört den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Man hört den Wald, der Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, so sagt man das, ne? Das stimmt, ja. Ja. Das ist ja auch ein mythischer Ort, der Wald, ich glaube auch so ein Sehnsuchtsort des Deutschen. Und es gibt jetzt das neue Hobby des Waldbadens. Kennt ihr diesen Begriff? Ich will nicht damit anfangen. Ich will nicht damit anfangen. Aber es muss sein. Auf Facebook kannst du für 360 Euro, ich will das nicht, aber es ist die Wahrheit, okay? Für 360 Euro gibt es eine es gibt eine Gruppe von Menschen, das kostet 360 Euro pro Person. Plus Mehrwertsteuer, ist schon enthalten, spielt keine Rolle. Und die treffen sich und das ist ein Wochenende in den Wald scheißen gemeinschaftlich. Und das kannst du buchen. Das heißt, defikieren im Wald als Gemeinschaftserlebnis. Du wirst in den Händen gehalten, dann wird da einer abgeseilt. Das ist die Wahrheit. 360 Euro mit Verpflegung, die achten auch ein bisschen darauf, was sie essen, dass da der Mensch. Man hält sich an den Händen dabei. Die halten sich, das waren, heißt, es waren Bilder es dabei. Es geht auch darum, dass man gleichzeitig kommt. Man bezeichnet das in diesen Kreisen nicht als kommen. Und da muss ich einem die Hand halten, obwohl ich gar keine. Nee, aber das ist, die haben da gehockt und die haben gesagt, das Defikieren, das würde die Natur wieder, man würde die Natur besser spüren. Ich alter Spießer finde ja, man spürt die schon ganz gut, wenn man sich einfach nur an einen Baum lehnt. Ja. Aber in den Wald kacken ist ein offizieller Kurs. Und das ist offiziell wirklich. Und das ist nicht günstig. Könntest du, wenn Olaf und ich dir an die Hand fassen? Was? Aber ich glaube, das ist ja darum. Könnte ich, aber ich habe vor 7 Minuten. Da waren wir noch auf Sendung. Einige von uns. Ja. Aber ich muss ja auch mal sagen, das ist ja mit dem Wald ist ja verständlich. Also lieber im Wald als in der Fußgängerzone, oder? Sag ich mal. Ich habe alles schon gesehen. Ich dachte, es kommt was mit Waldbaden, aber natürlich. Aber du kennst doch den Begriff Waldbaden? Ja, natürlich. Kannst du es erklären, was ich sage? Es gibt doch oft diese Badewanne, wo die Kühe draus trinken. Die stellst du dir in den Wald. Nein, Quatsch. Nein, es ist, Waldbaden ist im Wald rumlaufen und Bäume umarmen. Das ist einfach völliger Schwachsinn für Städter, die den Städtern das Geld aus der Nase ziehen, also zu baden. Man badet nicht im Wald. Man läuft da durch, man legt sich hin. Oder ich habe es nämlich mal probiert, mit Holz zu duschen. Und hat eigentlich nämlich null Effekt. Und deshalb denke ich, Waldbaden ist ja noch aufwendiger, ist es eigentlich Quatsch. Mit Holz zu duschen wäre mir einfach zu ruckartig. Weißt du? Seif sich ein, Schlobotter, ein Brett, ich könnte es nicht. Ja. Kannst du in die Badewanne kacken, ne? Die Frage scheint beantwortet. Ja, gut. Hey ihr Lieben, hier ist die Sonja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ja ganz, ganz viele Lieblingsgerichte. Nur, wenn es drauf ankommt, was wäre eure ganz persönliche Henkersmahlzeit? Ich bin gespannt.
Mein Lieblingsgericht ist Karlsruhe. Das ist auf jeden Fall auch beste Anfahrt, beste Parkmöglichkeiten. Wow, Sträter, super. Wow. Also, meine liebste Henkersmahlzeit wäre ein 837-Gänge-Menü. Ja. Da hätte ich schön viel Zeit noch. Ich esse eh sehr langsam, also ich esse immer so lange, bis ich das Essen trinken kann. Und der letzte Gang wäre Gift. Tödlich wirkendes Gift. Ich möchte die Blicke vom Henker sehen, wenn ich ihm seinen Job versaue. Ja. Der steht schon da mit geschärfter Schlinge. No. Und dann kotzt er ab wie Vieh. Denkt er, was soll ich hier noch machen? Ja. Was wäre denn die Hinrichtungsform? Also welche Art der Hinrichtung? In Deutschland, glaube ich, wird in Deutschland überhaupt vollstreckt? Gibt es in Deutschland die Todesstrafe? Ja, das heißt, das Finanzamt macht das, Tod durch Durchschläge. Ah. Das heißt, ab 4 Durchschlägen erlahmt er der Körper komplett. Okay. Aber ich meine so, also in Amerika, gut klar, wenn ich elektrischer Stuhl, würde ich vor rohen Mais fressen. Und sobald der Strom kommt, plopp, 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 aus jeder Körperöffnung käme Popcorn. Das würde ich machen. Okay. Das ist ein Kracher. Ja, Thorsten hat ein Talent, Bilder zu generieren. Also sehr schön. Ja, stell erst mal vor. Das riecht hier wie im UCI. Da hätte ich schon richtig Bock drauf. Ich hätte gerne eine Krakauer. Eine Krakauer. Aber als Smoothie. Es ist ja auch ein komisches, also zu sagen, wir bringen dich heute noch um, aber du darfst dir vorher noch was aussuchen. Was ist das auch für ein Machtgehabe, oder? Also was ist das, du wirst nachher umgebracht, aber wir zeigen dir, wir sind gute Menschen, komm, such dein Menü aus, Big Mac Menü, was du willst. Ist das nicht, gab es nicht auch mal, der Verurteilte hat noch einen letzten Wunsch, gab es das nicht auch? Oder gibt es das noch? Der Verurteilte hat noch einen letzten Wunsch, gab es glaube ich in der Französischen Revolution manchmal. Wenn du so ein gekröntes Haupt warst oder so, dann konntest du einen Wunsch äußern. Und dann haben natürlich viele gesagt, ich will mein Abi nachmachen. Und dann andere uralter Witz. Aber, ach, ich habe das verwechselt, genau. Ja, ja, das war doch hier die, hier, bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Das habe ich gemeint. Ja. Und das ist eigentlich schrecklich, oder? Dass man immer noch hinrichtet. Ja, für mich ist das so, du sagst, wir schlagen dir heute Abend die Beine ab, aber du darfst vorher noch in den Park gehen. Ja. Oder wir schlagen dir die Hände ab, du darfst dir vorher noch einen runterholen. Weil, ja. Ja, und dann. Das war mit Herzblut bei der Sache auch. Dann. Ja, also ich merke so, die Mahlzeit wäre euch jetzt nicht so wichtig. Ihr würdet ja, doch, es ist ja so, dass, wenn wir ehrlich sind, ist es ja so, dass du, wenn du hingerichtet wirst, ist es eigentlich. Wir alle gehen d'accord, dass alle Körperfunktionen gleichsam versagen. Das ist in der Regel sehr üblich. Was dazu führt, dass alles, was man so im Leib hat, dann auch von sich gegeben wird. Man, um offen zu sprechen, kotet und uriniert sich ein. Und da gilt es, die Mahlzeit taktisch zu wählen. Ja. Ich glaube, ich würde irgendwas mit Silberglitzer essen, damit die einmal noch denken, bam, das ist ja... Bleigießen mit Toten. So, dass man. Nein, aber ich weiß nicht. Ich würde irgendwas essen, was ich noch nie gegessen habe. Wo man, also. Was habt ihr noch nie gegessen? Was die im Dschungel immer essen, diese Ziegenanus, diese Sache. So ein Ziegenanus ist aber auch. Was wie kommt man da eigentlich? Ich fange schon wieder an damit. Was ich gerne mal probieren würde, wären, habe ich viel gehört, Kartoffeln. Das soll. Soll gerade gekocht. Den Wunsch habe ich schon mal geäußert. Ja. Also ich würde Kartoffeln, du? Ja. Gesüßte Salzkartoffeln. Gesüßte Salzkartoffeln. Als Smoothie. Als Smoothie. Currywurst, Pommes, Mayo. Warum nicht nochmal? Ja, genau. Den Blutfettwerten wird es nicht schaden. Currywurst, Pommes, Mayo. Nehmt das hin. Jungs, ich brauche eure Hilfe. Ihr seid doch die Profis. Was ist denn das beste Hausmittel gegen Kater? Ich habe zwei weggekriegt mit einem Knüppel. Die gehörten aber dem Nachbarn. Und das war. Aber ist das nicht. Diese Waschbärenfallen, die helfen auch.
Ja, mit diesem, mit der Guillotine. Ja, ja. Ist das eine Lebendfalle oder nee, ist das? Nee, Todfalle. Oha. Das ist aber. Das ist ja verboten. Nee, bei Waschbären darf man das. Wirklich? Nur? Ja. Wirklich? Wenn der Kater so blöd ist, dann ist. Es steht ja drauf, ist für Waschbären. Extra ein Foto oben drüber. Das ist. Die dummen Kater sterben früher. Wirklich, wirklich? Richtig mit Rübe ab? In dort? Das glaube ich nicht. Nein, gevierteilt. Ja, es ist halt. Ich glaube, das meint er gar nicht, oder? Doch, ich bin mir sicher, dass er es meint. Sonst soll er es vernünftig formulieren. Ne? Tust du gegen Kater. Das ist halt so. Man ist ja. Nicht kastrieren hilft zum Beispiel. Ja. Dann bleibt er hier eine Katze. Nehmen wir an, er meint. Die leichten Nachwirkungen einer dehydrierenden Alkoholvergiftung. Also der Trick ist, einen Tag vor dem Kater nicht zu trinken. Ja. Einfach mal. Stimmt. Das dürfte wirklich helfen. Ja. Ihr lacht, probiert's aus. Ja. Ja. Mehr ist dazu wirklich nicht zu sagen. Sehr gut. Hallo, ihr Lieben. Die Antwort auf folgende Frage interessiert mich wirklich brennend. Welche Frage möchtet ihr nie im ganzen Leben nicht gestellt bekommen? Na, Johann, auch hier? In der Hölle? So. Was haben Sie bezahlt, um in den Wald zu scheißen? Das ist mein Favorit. Ja. Ich glaube. Ja. 360 Euro, ich habe das aber so eingereicht. Das ist halt es meine sind, Gruppe. Aber es gibt Anbieter, die machen es für 180. Genau. Ja? Das war auch mein Plan. Ich mach so ein. Wir pissen auf dem Sportplatz für einen Fuffi. Da kriegst du richtig große Gruppen zusammen. Das einfach mal bei Check24 eingeben. Vergleichsportal. Ja, in den Waldscheiß. Ja. Aber ich glaube, es ist ja irgendwie ganz logisch. Es sind, glaube ich, immer die Fragen, die ja irgendwie ins. Das ist einfach so schlimm, dass das mein Humor ist. Es tut mir so leid. Boah. Ja. Nee, ja, das sind diese Fragen. Ja, die so ins Intime gehen. Also was mir, glaube ich, die Schamesröte ins Gesicht tröbe. Angenommen, man sitzt in so einer Runde, so bei der hier Maischberger. Ja, wie heißt die? Sandra. Man debattiert über die Schuldenbremse. Ja. Und dann plötzlich kommt so eine Frage. Herr Schubert, was ich Sie immer schon mal fragen wollte, haben Sie ein Blut- oder ein Fleischglied? Ja, so. So. Von Friedrich Merz kommt die Frage. So. Könnte mir vorstellen, dass man dann. Wollte ich nicht gefragt werden. Apropos, was für ein Glied hast du? Ja. Also, was ich wirklich nie gefragt werden möchte, wäre zum Beispiel, wie lange soll eure Sendung noch gehen? Wie lange wollt ihr das noch machen? Und um diesen vorzubeugen, würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Wir bedanken uns bei Ihnen daheim, wir bedanken uns bei Ihnen hier im Studio und ich bedanke mich natürlich bei euch beiden für diese doch insgesamt sehr gelungene Darbietung. Bis zum nächsten Mal. Danke schön.